Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Witcher. Wir befinden uns hier gerade in irgendwelchen uralten Elfenruinen, in denen ein Hexer mit Schematas einer Großmeister-Wolfsschulen-Ausrüstung verschwunden ist. Und genau die suchen wir jetzt und versuchen gleichzeitig herauszufinden, was das endgültige Schicksal dieser Expedition war. Moment, das kann nicht alles gewesen sein hier. Das kann doch hier nicht alles gewesen sein. Uns fehlt doch noch die Hälfte. Da oben sind wir runtergestürzt, ne? Ein Hexe. Ah. Er hat die Decke über seinen Gegnern einstürzen lassen. Ihn hat sie auch erwischt. Okay, da haben wir's. Na gut, dann war's das doch. Hui. Da habe ich das Spiel gerade, glaube ich, wieder ein bisschen überfordert. Ich habe zu viele Dinge auf einmal gemacht wieder. Keine Ahnung, wo dieser scheiß Bargäste jetzt noch herkam. Kann ich das Ding wieder zumachen jetzt hier? Weil man weiß ja nie, wofür man diesen lila Rubin eventuell nochmal benutzen kann. Wer weiß, vielleicht brauche ich den noch für irgendwas. Jetzt gucken wir erstmal, was das ist und dann was das ist und machen dann so einen Querschuss darüber. Auf dem Rückweg nach Beauclair und Corvo Bianco. Die nächste Expedition, würde ich sagen, geht dann hier links rüber. Aber wir können natürlich auch erstmal gucken, was unsere Quests dann so hergeben. Ich möchte nur relativ zeitnah halt die restlichen Anschlagbretter hier noch erledigen. Damit wir halt alles angezeigt haben, was auf der Karte zu sehen ist. Und halt auch alles an potenziellen Aufträgen. So, ist der schon erledigt. Haben wir den auch? Dann haben wir hier noch die beiden Bogenschützen und die haben hier keine Chance. Na komm her hier. Und tschüss. Das Banditenlager, das hat uns jetzt nicht wirklich großartig Widerstand entgegenzuwerfen hier. Ja, ich muss jetzt aber auch ein bisschen aufpassen wegen unserer Traglast. Ne? Aber die persönlichen die Notizen des persönlichen Assistenten Philipp Boroth, die können wir uns mal angucken. Erster Tag des Monats Birke. Heute ist der erste Tag und ich bereue bereits, an der Expedition teilzunehmen. Die Reise wird 8 Wochen lang dauern. Davon abgesehen glaube ich nicht, dass irgendjemand von Isabelle Duchamps verschollener Expedition noch am Leben ist. Das Ganze ist Jahre her. Professor Ivo hat einen großen Vorrat an Eiersalatbrötchen für die Reise mitgenommen. Einige Seiten hängen durch eine klebrige Substanz zusammen, wahrscheinlich Mayonnaise. 14. Tag des Monats Blate. Wir sind angekommen.
Professor Ivor hat angeordnet, das Lager in der Nähe der Ruinen aufzuschlagen. Dem Ort, an dem die verschollene Gruppe von Professor Duchamp ihre Ausgrabungen machen wollte. Dann haben wir 2 Flaschen Wein getrunken und sind schlafen gegangen. 16. Tag des Monats Blate. Die Thermes-Palastruinen. Schon der bloße Gedanke daran lässt mich erschauern. Trotzdem glaube ich, dass wir unsere Suche in den Ruinen beginnen sollten. Der Professor jedoch drückt sich lieber und verbringt stattdessen die Zeit mit einer Flasche in der Hand. Mein Vorschlag, tiefer in den Wald vorzudringen und nach Spuren der Expedition zu suchen, wurde mit einem Kommentar über meine Ungeduld abgetan. Und mit der Anschuldigung, ich würde die Führung der Expedition übernehmen. 18. Tag des Monats Blate. Der Professor ist verschwunden. Er war gestern früh aufgebrochen und am Abend nicht wieder zum Lager zurückgekehrt. Wir sollten bald nach ihm suchen. Hat sich dieser Trunkenbold endlich in die Ruinen hineingewagt? Daraus schließe ich, dass wir eventuell den Professor auch noch finden können hier. Ah, okay, gut. Nee, dann werden wir den Professor wohl nicht mehr finden. Ein bisschen aufpassen, was ich letztendlich jetzt hier tatsächlich mitnehme. Die Meritium-Barren nehmen wir mal mit. Den brauchen wir nämlich, glaube ich, noch. So, die Chalkum-Erz, das packe ich auch mal mit ein. Und den durchdrungenen Staub, aber die beiden Schwerter hier zum Beispiel nicht. Und die meisten Bücher brauchen wir auch nicht. Nur das Tagebuch, das könnte noch ganz interessant sein. Das nehmen wir natürlich mit. Professor Noel Ivors Tagebuch. Chaotisch geführtes Tagebuch, voller Flecken, Kleckse und unverständlichem Gekritzel. Die Einträge sind ohne Datum. Jeden Tag bereue ich, was ich damals gesagt habe. Wie konnte ich nur so dumm sein? Warum habe ich nicht eingewilligt, ihr Assistent zu werden? Pfui, Teufel, niederträchtiger Ehrgeiz. Oh, Isabel, vergib mir. Genug der Untätigkeit. Ich breche nach Beauclair auf. Wenn du noch lebst, Isabel, fall ich vor dir auf die Knie und flehe dich um Verzeihung an. Und wenn es dich nicht mehr gibt. Genug von diesem jämmerlichen Selbstmitleid. An die Arbeit. Ich habe die talentiertesten und fleißigsten Studenten ausgewählt und den klugen Philipp Borut habe ich zu meinem persönlichen Assistenten ernannt. Das Büro der Akademie hat den Plan unserer Expedition angenommen. Jetzt müssen wir nur noch unsere Ausrüstung abholen und dann geht's los. Unfassbar! Philipp besaß die Dreistigkeit, mich darauf hinzuweisen, dass das Verzehren von Eiersalatbrötchen beim Reisen in geschlossenen Kutschen von schlechten Manieren zeugt. Was für eine Arroganz! Und ich habe ihn vor allen Assistenten gelobt. Einen schlechteren Start für unsere 8-wöchige Reise hätte es nicht geben können. Einige Seiten hängen durch eine klebrige Substanz zusammen. Mayonnaise. Wir sind angekommen. Ich habe Angst, die Ruinen zu betreten. Ich habe Angst vor dem, was ich dort finde. Ich glaube, mir fehlt die Stärke, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Dieser unverschämte Emporkömmling Philipp Borut macht mich noch ganz verrückt. Wie kann er es wagen, mich vor den anderen Mitgliedern der Expedition zu beleidigen? Er weiß nicht, wer meine geliebte Isabel war, was sie mir bedeutet. Ich will nicht. Ich ertrage die Wahrheit nicht. Ich bin los. Alleine. Denn niemand soll sehen, wie ich, wenn ich. Ich werde damit beginnen, die Ruinen des Tempels am Fluss zu durchsuchen. Das ist schon wieder eine sehr tragische Geschichte hier. Und das ist ja auch relativ...
Also wir wissen ja, was mit der Expedition passiert ist. Und der Isabel, der wird es nicht besser ergangen sein, oder? So, in die Richtung da müssen wir. Bloß weg von diesen verfluchten Ruinen hier. Unsere Expedition ist ja tatsächlich jetzt auch fast abgeschlossen. Wir haben jetzt noch zwei Fragezeichen, die wir hier an dieser Stelle kurz abarbeiten, und dann geht es zurück nach Beauclair zum Großmeister. Zeug verkaufen und unsere Rüstung fertig schmieden. Zumindest von der Anzahl der Säureextrakte her sollte das jetzt auf jeden Fall reichen. Und danach geht es nach Corvo Bianco, und dann müssen wir mal gucken, was es da Neues gibt und ob wir vielleicht... Also wir können bestimmt noch mehr Upgrades starten, ne? Was ist das denn? Also hier gibt es Vampire. Die sind auch gerade so in Reichweite. Stufe 47. Das ist gerade so, dass wir uns mit denen anlegen können. Aber da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Den Flatterer kriegen wir ja noch hin, aber der Garki, der ist richtig gefährlich hier. Na wunderbar. Bleib hier, du Mistvieh. Nein, das lasse ich dich nicht nochmal machen. Ich glaube, du spinnst. Oh, gegen die haben wir noch nicht gekämpft, ne? Wir haben schon von denen gelesen, oder zumindest, dass es die gibt, wissen wir. Die stehen in unserem Bestiarium, aber... Was bist du? Ach so. Ein Ertrunkener, ne? Den können wir jetzt auch gleich noch erledigen. Ihr bemerkt uns nicht mal, ne? Ja, wenn wir es nicht mal bemerken, dann sind mir die tatsächlich auch relativ egal. Aber die Vampire eben, also die sind mit Vorsicht zu genießen. Das ist so das, da sollte man vielleicht auch wieder mit schwarzem Blut arbeiten. Wenn man weiß, dass man gegen Vampire ins Feld zieht. Und das ist ja eine Vampirgeschichte, ne? Machen wir uns nichts vor, es... Natürlich geht es um Vampire hier. Und dementsprechend viele Vampire oder neue Vampir-Monster sind natürlich jetzt mit Blood and Wine auch nochmal dazugekommen. Wieso gibt es denn Professor Noel Ivors Tagebuch zweimal, wenn das hier jetzt der Professor sein soll? Wieso hatten die Banditen das gleiche Tagebuch auch nochmal? Das verstehe ich nicht. Ja, das sind so Sachen... Warum? Ist das so beabsichtigt? Soll das keinen Sinn machen? Plötze, ich bin ver... Ja, ist okay, Plötze. Ich gehe zu Fuß. Oder ich fange zumindest an, zu Fuß zu gehen, sagen wir es mal so. Und dann versuchen wir Plötze unterwegs nochmal zu rufen. Wenn der Weg hier ein bisschen angenehmer für ihn ist. Und er nicht mehr einfach unter uns am Strand spawnen kann oder sowas in der Art. Ach, Plötze! Lauf, Plötze! Lauf! Stufe 47 Spinnen, mit denen lege ich mich nicht an. Ja, die können mich mal.
Warum sagten mir keiner, dass meine Regeneration aufgebraucht war? Boah, das ist ein gefährlicher Landstrich hier, ne? Ich glaube, wir reiten am besten mal hier unten den Weg lang. Wir können aber jetzt auch erstmal uns auf diese Großmeister-Rüstungsexpedition konzentrieren und die Schemata erstmal alle sammeln. Da kommen wir ja auch ziemlich rum, ne? Das sieht noch nach einem Banditenlager aus hier. Oh ne, es sind Aufträge von Winzern. In dieser Höhle haust irgendwas Böses. Es hat dort ein Nest. Es hat Fillon gefressen. Echt? Wer ist Fillon? Holla, mein Herr. Die Schwerter auf deinem Rücken trägst du sicher nicht nur zur Zierde. Vielleicht kannst du mir helfen. Vielleicht. Kommt drauf an. Also, es gibt eine Höhle, die sich ideal als Weinlager eignen würde. Nicht zu trocken, nicht zu nass. Aber? Nun, dort herrscht schrecklicher Lärm. Von der grässlichen Art der Rassel-Rums-Klopfart. Ich habe vorgestern meinen Gehilfen geschickt, um nachzusehen. Er ist nicht zurückgekommen. Das hat bestimmt mit den Elfenruinen neben der Höhle zu tun. Also, hilfst du mir? Ich könnte helfen, wenn du zahlen kannst. So, wir treffen uns also irgendwo zwischen 200 und 275 Kronen. Ja, dann schlage ich doch einfach mal ganz fett Reis 225 vor. Das wird nicht zu viel sein. Oh, ist nicht zu viel, okay. Gut, ich sehe mal nach, was in der Höhle lauert. Winzerauftrag, so kommst du beim Putzen besser in die Ecken. Oh, das klingt ja... Das ist wahrscheinlich cleaning those hard to reach places, ne? Ich guck noch mal kurz, aber ja. Ja, das sieht sehr danach aus. Das nehme ich einfach mal. Gut. Champion. Bei den Glöcknerinnen kriegst du sicher einen... Hexen. Gehen wir mal gucken. Das hier soll sich als Weinlager eignen? Wirklich? Gargoyles. Okay, also... Gargoyles waren Konstrukte, ne? Und das ist doch bestimmt die arme Seele, die er hier reingeschickt hat. Na verdammt! Da habe ich es dann letztendlich doch übertrieben. Wegwerfen ist R. Okay. So. Hier ein Elfenwetzstein. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwelches Zeug ist, was uns noch weiterhilft. Die Tussaud-Ritterhose, die wird zu schwer sein. So, und da ist noch ein Gargoyle. Echt? Waren das nur die beiden? Was ist denn hier? Ach, das ist Wasser. Das ist Wasser. Da ist aber jede Menge Wasser noch, ne? Ist da noch irgendwas unter Wasser, was für mich interessant sein könnte? Irgendwelche verborgenen Zugänge? Da ist eine Truhe. Da ist ja schon mal ein guter Start. Da ist blöderweise nur eine Rüstung drin. So, was haben wir hier? Einen weiteren Truhen.
Färbermittel drin. So, da ist eine Leiter. Und das führt dann auch wieder raus. Okay. Behauptet Graf von sowieso zu sein. Graf von Gobberwarz und Dibberschlein vielleicht. Jetzt finde ich die Katze wieder sehr belastend. Also muss der weiße Honig jetzt wieder her. Ihr schwarzes Blut, das sollten wir auch mal bereithalten. Da. Weißer Honig, jawohl. So, damit wir da richtig sehen können hier. Ist es geschafft? Ist die Luft rein? Hast du es geschafft? Ja, alles erledigt. Ha! Und da heißt es, Hexer wären Tagediebe und Schmarotzer. Schwachsinn! Das Lager ist spätestens in 2 Tagen fertig. Und ab sofort kriegst du alle meine Waren billiger. Ihr stammt nicht aus Toussaint, oder? Nein, aus Povis. Wir sind vor dem Ersten Krieg in den Süden gezogen. Meine Frau kriegt bei der Kälte im Norden immer einen Hexenschuss. Was bietest du an? Ich würde es mir gerne mal ansehen. Ja, Wein. Gut, das kommt jetzt nicht unbedingt überraschend. Bis dann. So, das wäre dann auch das. Ja, dann anscheinend hier zu den Ruinen zurück, ne? Schnellreise geht wahrscheinlich als am schnellsten. Da ist Plätze. Dann kriegen wir das nämlich heute vielleicht noch fertig, dass wir unser Zeug verhökern und die Rüstung bauen. Obwohl, ich glaube, ich will tatsächlich sogar erst nach Corvo Bianco. Weil wenn wir da wieder was bauen können, dann läuft da ja dann wieder ein Timer. In der Zeit können wir dann natürlich wieder andere Sachen machen. Klingt doch prinzipiell erstmal nach einem Plan, oder? Ich finde, das klingt nach einem Plan. Ist dort. Denn am schönsten ist es doch letztendlich immer zu Hause, nicht wahr? Die Quest können wir auch gleich wieder ausrüsten, denn wir müssen ja wieder mit dem Dingens sprechen. Ich habe seinen Namen vergessen, Hauptsache Geralt weiß ihn noch. Hier lang. Hi. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Ich freue mich, dir mitzuteilen, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Jetzt kannst du die Schönheit des Weinguts in vollen Zügen genießen. Verzeih bitte meine Dreistigkeit, Herr, aber ich denke, da die ganzen Arbeiten an Corvo Bianco abgeschlossen sind, und das Anwesen schöner denn je aussieht, sollten wir des Augenblicks gedenken. Sicher, warum nicht? Während der Aufräumarbeiten vor der Renovierung habe ich eine Flasche Sepremento gefunden, Jahrgang 1250. Ich weiß nicht, durch welches Wunder sie überlebt hat. Ich denke, heute wäre ein guter Grund, sie zu öffnen. Okay, cool. Und dann ist er direkt ins Publikum gerannt, mit brennendem Strauß in der Hand. Alle dachten, das würde zur Vorführung gehören und haben gelacht. Auch als die Kulisse Feuer fing. Erst als die Flammen an Baron Marivkins Bart leckten, merkten die Leute, dass etwas nicht stimmte und löschten das Feuer. Das klingt ja so, als hätten Monsieur Bullius und Madame Nina hier erstklassige Bälle veranstaltet.
Das stimmt. In dieser Hinsicht war Baron Rossell etwas zurückhaltender. Erzähl mir, Barnabas Basilius, wie sieht es hier mit Wein aus? Kann ich dieses Jahr Wein keltern? Ich fürchte dieses Jahr nicht, Herr. Letzten Herbst hat ein Pilz alle Reben zerstört. Baron Rossell hat neue Reben pflanzen lassen, aber es wird dauern, bis sie tragen. Wenn der Pilz natürlich nicht wieder auftaucht. Das wäre schade. Dieser Sepremento lässt mich träumen. Er ist erstklassig. Nicht wahr, oder? Erlaube mir, dass ich nachschenke, Herr. Bitte sehr. Danke. Haben wir das echt schon fertig gebaut, ja? Ich warte noch kurz ab. Tatsache, unser Weingut ist fertig. Und der Haushofmeister ist am Pennen. Na gut. Wenn wir das schon haben, dann können wir jetzt auch zum Schmied. Zum einen, das ist der da, ne? Wir reisen mal zum Metinator. Das Einzige, was ich im Rahmen dieses Projektes letztendlich nicht gemacht habe, ist die ganzen Texte von den Schnellreisepunkten hier vorzulesen, ne? Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich meine, wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr mir das ruhig immer noch in die Comments schreiben. Das kriegen wir schon noch irgendwie unter. Ein bisschen was haben wir ja noch zu tun. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Na, das müsst ihr mir dann sagen. So, hallo Lafagü. Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut. Was hast du denn im Angebot? Verkaufen wir erstmal unser ganzes Zeugs hier. Haben wir so viel Scheiß dabei, den wir gar nicht brauchen. Da irgendwelche Armbrüste dabei, die ich bräuchte? Gerald von Rivas Armbrust. Ja, die werde ich mal behalten. Unten kann man nochmal verkaufen. Zack und zack. Ah ja, noch so unglaublich viel Geld über, ne? Schnell sortieren. Wumms. So, jetzt Handwerk. Scheiße, warte, es ist eine blöde Frage, ich muss noch mal raus. Ich muss hier noch mal raus. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Ich muss erst mal gucken, was haben wir denn jetzt eigentlich schon großmeisterlich? So, Schwerter benutzen wir da in der Hinsicht ja tatsächlich gar keine mehr. Ich habe aber gerade nicht... Habe ich gerade mein Hexerschwert verkauft? Dann sollten wir nochmal nachgucken. So, die Rüstung. Und die Schuhe auf jeden Fall noch. Okay. Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut. Würdest du etwas für mich anfertigen? Natürlich. Die Rüstung und die Schuhe. Ah ne, warte, ich wollte ja erstmal. Nee, haben wir vielleicht auch einfach nur in die Truhe gepackt. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Da gucken wir dann nach. Stiefel. Großmeister Katzenstiefel. Was fehlt? Angereicherte Dimeritium-Platte. Ja, komm, hier. Kaufen wir einfach. So. Oberkörper. Großmeister Katzenrüstung. Die Schleimlingshaut, die kaufe ich einfach mal. Und dann brauchen wir zwei Dimeritium-Platten. Das kriegen wir ja wohl hin. So, da brauchen wir nämlich angereicherte Dimeritium-Barren für. Dafür brauchen wir angereichertes Dimeritium-Erz und dafür brauchen wir natürlich das Säureextrakt. Von dem wir aber auch wieder etwas hätten kaufen können jetzt. Okay. So, wir brauchen zwei für einen Barren und wir brauchen zwei Barren für die Platte. Das heißt, wir brauchen viermal das Erz, richtig? So, und dann aber nochmal. Wir brauchen ja zwei Platten, ne? Ah ne, verdammt, das war falsch. So, Oberkörper. Großmeister Katzenrüstung. Immer her damit. So. Gibt ja letztendlich nicht mehr großartigen Grund dafür, unser ganzes Geld jetzt hier noch irgendwie aufzuheben. Ne? So, Stahlwaffe. Großmeister Katzenstahlschwert. Dafür bräuchten wir natürlich erstmal unser meisterlich gefertigtes Stahlschwert, da ist jetzt die Frage. Wo wir das hingepackt haben. Eigentlich habe ich gar keinen Grund, diese Großmeister-Katzenwaffen herzustellen, oder? Guck mal, das ist sogar schlechter als unser Erondite. Ich glaube, das lassen wir. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Das lassen wir, aber unsere Großmeisterrüstung hat jetzt offenbar eine Kapuze, wa? Aha. Und es hat die Dings nicht mehr. Die Verzauberung. Die hat es nicht übernommen. Okay. Da müssen wir uns noch drum kümmern. Wir machen heute keinen Bestiariumseintrag. Wir bringen unsere, machen unsere Rüstung fertig. Ich will natürlich die Verzauberung da wieder drauf haben. Die war schon so hilfreich. Und das heißt, ich muss tatsächlich noch mal bis hier oben zurückreisen. Ne? Das finde ich total scheiße eigentlich. Also, das würde ich überhaupt nicht machen. Weil das reißt einen irgendwie so ein bisschen raus, oder? Dass er tatsächlich nochmal hin und her reißt, das ist belastend. Das ist ehrlich gesagt ausgesprochen belastend. Da muss ich ja mal einen Schluck trinken hier, das finde ich doof. Gut, die Frage ist natürlich, würde es sich lohnen, das Großmeister Stahl- und Silberschwert zu benutzen, einfach um letztendlich diesen zweiten Set-Bonus zu kriegen? Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, was denn dieser Set-Bonus ist. So. Durch starke Angriffe wird der Schaden von schnellen Angriffen 5 Sekunden lang um 10% pro Ausrüstungsteil des Sets erhöht. Und rückwärtige Angriffe verursachen 50% mehr Schaden und betäuben den Gegner zum Preis von einem Adrenalinpunkt. Die sind jetzt eigentlich beide nicht so geil, ne? Das ist jetzt wirklich nicht so geil. Da würde ich jetzt echt spontan behaupten, das muss nicht sein. Dann bleiben wir, glaube ich... Die nie endende Schöpfung der Welt sei gepriesen.
Würdest du mir etwas anfertigen? Bei dem, was wir jetzt haben. So. Die Rüstung lenkt alle Pfeile ab. Kleine Glyphe des Schutzes und kleine Glyphe der Verstärkung brauchen wir dafür. Kleine Glyphe des Schutzes, da fehlen schon wieder Zutaten für. Was war das andere? Kleine Glyphe der Verstärkung, ne? Und dafür brauchen wir eine kleine Glyphe der Durchdringung. Ach, leckt mich doch. Wo finde ich denn jetzt? Die kann ich auch nicht herstellen, ne? Oh nein. Oh, das ist jetzt gerade echt bitter. Danke. Bis dann. Ah, toll. Dann meditiere ich jetzt hier wochenlang. Das ist gerade echt belastend. Ja, wieso kriege ich denn nicht mal eine Warnung? Dass... das Zauberwort das Upgrade nicht übersteht, oder haben die uns das damals mitgeteilt, als ich verzaubert habe? So. Ich habe keine Ahnung, wie lange das letztendlich dauert, bis sein Inventar sich resettet. Ich warte jetzt hier einfach mal eine Woche. Ist der fünfte? Na, ist der fünfte Tag? Der sechste. Und dann fehlte am Ende natürlich noch der siebte. Ja, es tut mir auch leid, dass das jetzt alles hier so in die Länge gezogen ist, aber ich möchte das jetzt in dieser Folge erledigt haben. Und ich möchte das halt auch gerne mit euch zusammen erledigt haben hier. Die nie endende Schöpfung der Welt sei... Würdest du mir etwas anfertigen? So, jetzt nur noch mal die Ablenkung. Da brauchen wir noch eine kleine Glyphe der Verstärkung für. Eine große Glyphe, so. Kleine Glyphe der Verstärkung. Er kriegt es aber auch nicht wieder rein, ne? Und ich habe das Rezept dafür nicht. Willst du mich verarschen? Warte mal, hat er vielleicht auch einfach eine kleine Glyphe der Verstärkung? Natürlich hat er die. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen belastend. Fassung hinzufügen. Nee, das brauchen wir nicht. Verzaubern. So. Ich will die Ablenkung natürlich wieder da drauf haben. Dankeschön. Danke. Bis dann. Das war jetzt echt belastend. Weil ich hätte mir diese ganze Batterie sparen können, ne? Das ist das Schlimmste daran. Kann ich die Kapuze auch irgendwie abnehmen, ohne dass ich gleich die ganze Rüstung ausziehen muss? Das finde ich jetzt auch nochmal. Relativ interessant so als Frage.
So, dann können wir uns noch kurz überlegen, wo wollen wir denn jetzt hier hin? Vom Sans-Retour-Tal aus, würde ich sagen, oder? Ja, komm, wir machen das Ganze von oben. Gehen ins Sans-Retour-Tal, da haben wir bestimmt auch noch Aufgaben. Und dann würde ich mal spontan sagen, das war The Witcher für heute. Hat sich so ein bisschen in die Länge gezogen jetzt zum Schluss. War vielleicht auch unnötig, hätte ich vielleicht rausschneiden können, habe ich aber nicht gemacht. Da sind wir jetzt. Tragen endlich unsere Großmeisterrüstung. Hat sich doch am Ende gelohnt. Und ich hoffe, in der nächsten Folge steht ihr auch wieder hier direkt an meiner Seite. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. Und ich habe überlegt, ich will doch im Kodex lesen. Mal vorankommen. Gibt ja noch Konstrukte. Und zwar den Eisgenius in diesem Fall hier. Ich dachte noch, was macht ein Eisklumpen mitten im Labor? Und da sprang der Eisklumpen auf und brach mir die Beine. Yannick Loft, Einbrecher. Eisgenien sind gefrorenes Wasser, magisch belebt. Sie verfügen weder über ein Bewusstsein noch über einen unabhängigen Willen. Daher kennt ihr Gehorsam gegenüber ihrem Schöpfer keine Grenzen. Dessen Befehle bestehen in der Regel nur aus einem Wort. Töte! Weder Gewissensbisse noch irgendwelche technischen Schwierigkeiten hindern die Eisgenien daran, diesen Befehl auszuführen. Sie verfügen über ungeheure Kraft, sind gegenüber Gift und Feuer völlig unempfindlich, haben keine Sinnesorgane, sind hart wie Permafrost und insgesamt sehr schwierige Gegner. Die einzige Hoffnung eines Hexers auf glücklichen Ausgang einer Auseinandersetzung sind die Meritium-Bomben. Deren Splitter beeinflussen den Zauber, der die Kreatur ins Leben rief. Ansonsten hilft nur Beten.